die Ausbildung ist vielfältig, auf jeden Fall. Weil man hat immer was Neues zu tun. Man ist in Werkstätten, beim Kunden, im Lager. Und man lernt immer was Neues dazu. Ja, die Ausbildung dauert 3 Jahre. Das erste Ausbildungsgehalt ist 510, das zweite ist 560 und das dritte ist 610. Und wir haben noch ein Prämiensystem. Umso besser wir arbeiten, umso mehr Geld bekommen wir auch. Das Spannendste meiner Ausbildung war, dass wir unseren ersten Umzug hatten am Weißen See, im 4. Stock. Und das ging eigentlich ziemlich schnell, eine 3-Zimmer-Wohnung. Da müssten wir schon alleine bis LKW 200 Meter laufen. Und das Entlade war in Brandenburg. Das war ziemlich spannend. Eigentlich war mein Traumberuf der Tischler, aber beim FMKU kann man seinen Tischler, Elektriker und Sanitär erwerben. Und deswegen finde ich diese Ausbildung ganz okay. Ja, die Tätigkeiten vom Zapfumzüge sind natürlich den Umzug nach A nach B, ausladen und entladen, Bilder aufhängen, Kühlschränke, Waschmaschinen, Schränke aufbauen und alles, was zu meiner Wohnung natürlich gehört. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich ein Kollege schwer verletzt oder dass ein ganz wertvolles Stück, zum Beispiel ein Bilderrahmen, was teuer ist, antik ist, kaputt geht.